Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, die Vermittlungsnachricht ist leider wieder negativ. Die schöne Katzenmutter und ihr Leidensgenosse, der schwarze Fundkater, hatten bisher keinen Interessenten. Vielleicht ändert sich das ja noch. Heute stellen wir den Cocker Spaniel Michelin Lucky vor, der in der Arche Noah sehr leidet. Sein Herrchen, mit dem Lucky allein in einer Wohnung lebte, konnte mit ihm nicht mehr Gassi gehen und musste ihn sehr schweren Herzens im Tierheim abgeben. Wenn man sich den Unterschied zwischen dem Leben mit Herrchen in der Wohnung und dem lauten, quirligen Tierheim-Alltag vorstellt, kann man verstehen, warum sich der Rüde in der Arche Noah nicht wohlfühlt. Lucky ist ein sehr lieber, netter Hund, der einfach wieder ein normales Hundeleben braucht. Er ist natürlich stubenrein und kann auch ohne weiteres mal allein zu Hause bleiben. Der Rüde mag Kinder und könnte ein richtiger Familienhund werden, meint Tierheimleiterin Katrin Mattes. Lucky ist erst 5 Jahre alt und würde sich sicher schnell in ein neues Hunde-Mensch-Rudel einfügen. Er geht sehr gern spazieren und man kann sehen, dass er schnell das Tierheim hinter sich lassen möchte. Die Zwingeranlage, wo er im Moment leben muss, versetzt Lucky in ständigen Stress. Er kann einfach nicht entspannen und bellt ständig mit. Für den armen Lucky wäre es sehr wichtig, ganz schnell wieder Ruhe und Geborgenheit in seinem Leben zu genießen. Für eine Familie oder ältere Menschen wäre er der perfekte Begleiter. Katzen sollten allerdings nicht im neuen Zuhause wohnen, die mag er nicht so richtig. Lucky hat die ideale Größe für einen Wohnungshund. Langsam werden die Nächte kälter und für den armen Lucky wäre es doch prima, wenn er vor dem ersten Frost wieder ein Kuschelkörbchen bei neuen Menschenfreunden hätte. Er wird mit Sicherheit ein ganz treuer, dankbarer Freund.